Hallo? 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 Ist hier irgendjemand? Moment, ich komme ja schon. Schnell, mach die Tür wieder zu. Randolph. Aber natürlich darfst du eintreten, obwohl es schon so spät ist. Danke der Nachfrage. Randolph, was machst du da? Lass doch die Vorhänge. Niemand darf sehen, dass ich hier bin. Was um Himmels Willen ist denn los? Ich... Henrietta, ich werde verfolgt. Gib mir ein paar Minuten, ja? Ich saß bis gerade im Sessel und habe geschlafen. Eigentlich müsste ich dir dankbar sein. Du hast mich mitten aus einem Albtraum geholt. Albtraum? Was für ein Albtraum? Ist das jetzt wichtig? Ja, ist es. Auch wenn das erstmal verrückt klingt. Was du nicht sagst. Sag mir lieber, was du mitten in der Nacht hier willst. Das hier dürfte dich interessieren. Was ist da drin? Ein Buch? Warte. Ich wickle es aus. So, das Necronomicon. Das Buch, das der arabische Dichter Abdul al-Hazred um das Jahr 730 im Fieberwahn niederschrieb. Das Wissen von den Gesetzen der Toten. Ein okkultes Buch. Sehr selten, aber es gibt ein paar Bibliotheken, die über Ausgaben verfügen. Howard hat eine. Und das British Museum auch, meine ich. Lateinische Kopien, hundertfach verfälscht durch mittelalterliche Abschriften, Zensur und Hinzudichtungen. Das hier ist das Original. Darf ich? Besser nicht. Vielleicht besser nicht. Als ich es das erste Mal angefasst habe, da... Was, ist da ein Kontaktgift auf dem Einband? Nein, das nicht. Aber... Ich hatte eine Vision. Ach, Randolph. Tatsächlich. Arabischer Text. Meine Güte. Selbst die ersten Übersetzungen gelten doch als verschollen. Randolph, wo hast du das her? Lange Geschichte. Wenn das wirklich die ursprüngliche Version ist, ist... Zweifellos. Geschrieben mit Abdul al-Hazreds Blut, gebunden in die Haut seines Sohnes. Was? Oh, Vorsicht, Vorsicht! Ein magisches Zeichen bezieht seine Kraft auch aus seinem Medium. Ein gedrucktes Symbol hat weniger Kraft als eines, das mit der Hand in Stein geritzt wurde. Randolph! Das ist widerwärtig. Und kein Zeichen hat größere Kraft als das, das mit solchen Opfern geschaffen wurde. Er hat seinen eigenen Sohn geopfert? Der Legende nach. Mein Gott. Al-Hazred hat den Beinamen der wahnsinnige Araber. So einen Titel bekommt man nicht einfach nur so. Wie kannst du so etwas mit dir herumtragen? Ach, das ist 1200 Jahre her. Ist es seitdem weniger die Haut eines Menschen geworden? Henrietta, ich habe nicht vor, dem Necronomicon einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek zu widmen. Im Gegenteil. Es ist ein böses Buch. Wahrscheinlich das furchtbarste Werk der Menschheitsgeschichte. Seine bloße Existenz ist ein Verbrechen. Nicht nur an Al-Hazreds Sohn, sondern an der ganzen Menschheit. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Überlebenswichtig. Meinst du nicht, dass du übertreibst? Kein Stück. Ich bin bereits jetzt in Gefahr. Jemand versucht, mir das Buch abzujagen, und ich fürchte, ihm wäre dafür jedes Mittel recht. Was? Hast du einen Schlüssel für die Miskatonic University? Als Professorin? Ja, natürlich. Wir müssen dahin. Was, jetzt? Mitten in der Nacht? Je weniger Menschen uns sehen, desto besser. Henrietta, bitte. Ach, warte. Ich zieh mir eben was drüber. An der Tür hängt der Garagenschlüssel. Fahr schon mal den Ford raus.
Also, wer ist hinter dir her? Ich weiß es nicht. Aber du weißt, dass es um das Necronomicon geht? Ja. Wer weiß denn, dass du es hast? Niemand. Ach, ich geb's auf. Ich hatte eine ganze Reihe von Kollegen für ein paar Detailfragen angeschrieben, um das Necronomicon genauer zu verstehen. Ich bin vage geblieben, aber irgendwo muss irgendwas durchgesickert sein. Vielleicht hat jemand eine unbedachte Bemerkung gemacht. Vielleicht wurde ein Brief von den falschen Leuten gesehen. Wer weiß das schon. Und woran merkst du nun, dass du verfolgt wirst? Vor 2 Wochen ist in mein Haus eingebrochen worden. Ich war zum Glück gerade mit Philippa beim Tierarzt, als es passiert ist. Der oder die Täter haben alles verwüstet. Verdammt. Was wurde gestohlen? Nichts. Nichts? Nein, die Polizei geht von einer marodierenden Jugendbande aus. Ach, die Idioten. Aber du nicht. Die Täter haben sich auf mein Arbeitszimmer konzentriert. Jedes einzelne Buch war aus den Regalen gerissen. Die Zerstörungen im restlichen Haus waren, mit Verlaub, halbherzig und sollten wohl nur ablenken. Wer immer mich da besucht hat, hat etwas gesucht, aber offenbar nicht gefunden, denn es fehlte ja nichts. Wo war das Necronomicon? Ich trage es immer bei mir. Es ist zu wichtig, als dass es wieder verloren gehen oder in falsche Hände geraten dürfte. Deswegen müssen wir auch zur Miskatonic. Ich will es dort verstecken. Wo würde ein Buch weniger auffallen als unter 10.000 anderen Büchern? Auch wenn ich mich über einen derart raren Neuzugang freuen sollte, kann ich nicht behaupten, begeistert zu sein. Nach allem, was du erzählst. Ich kann mir keinen sichereren Ort vorstellen als den Tresor in der Bibliothek deiner Universität. In der Obhut von einem der wenigen Menschen, denen ich rückhaltlos vertraue. Zu viel der Ehre. Aber gleich der Tresor? Da ist noch etwas. Die Möbel in meinem Haus wurden nicht einfach zertrümmert. Sondern? Sie wurden auseinandergerissen. Was? Wer immer das war, war in der Lage, ein Chesterfield-Sofa zu packen, es in der Mitte durchzureißen, wie einen Bogen Papier und die Teile quer durch den Raum zu schleudern. Du machst Witze, oder? Der Täter verfügt offensichtlich über ungeheure Kraft. Und ich fürchte, er würde auch vor mir nicht Halt machen. Wer immer oder was immer. So, das Gitter zum Magazin besteht aus massivem Eisen. Zufrieden? Ich mag deine Bibliothek. Mit den hohen Decken und den Buntglasfenstern sieht sie fast aus wie ein Kirchenschiff. Ja, die Architekten haben sie damals als eine Arche des Wissens konzipiert. Und anscheinend ist von jeder noch so seltenen Art mindestens ein Exemplar an Bord. Da! Ich wusste gar nicht, dass ihr hier eine Ausgabe von Der König in Gelb habt. Hast du es mal gelesen? Der erste Akt ist ganz nett, aber dann... Ach, ich bin ein wenig erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, du hättest wegen dieser Necronomicon-Geschichte den Verstand verloren. Aber offenbar bist du noch ganz der Alte. Tja, das Necronomicon. Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, in der Universität zu übernachten? Ich revidiere meine Meinung. Du bist offenbar doch irre. Du wolltest es doch hier verstecken. Ja, aber ich habe ein besseres Gefühl dabei, wenn ich ihm nahe bin. Du hast es kaum loslassen können, als du es eben in den Tresor gelegt hast. Das ist nicht gesund. Aber... Nichts da. Du bist völlig übernächtigt und es wird Zeit, dass du in ein richtiges Bett kommst. Ja, bitte? Professor Armitage? Was gibt es, Miss Phillips? In Ihrem Vorzimmer liegt ein merkwürdiger Herr auf der Couch und schläft. Ach, das ist Mr. Carter, ein Experte für Parawissenschaften aus Boston, der leider sehr stur ist. Bitte wecken Sie ihn nicht. Er hat ein paar anstrengende Tage hinter sich. Nein, natürlich nicht, Professor Armitage. Aber deswegen sind Sie nicht hier, oder? Nein, Professor. Eben war jemand unten in der Bibliothek, der sich so merkwürdig verhalten hat, dass ich es für besser gehalten habe, Sie direkt zu informieren. Was? Ist vor den Klausuren mal wieder einem Mitglied der Footballmannschaft aufgefallen, dass man ja mal was lernen könnte? Nein, es war wirklich merkwürdig. Da war ein Mann, riesig groß, fast 7 Fuß. Er hat einen langen, schmutzigen Mantel angehabt und er humpelte. Und sein Gesicht war ganz merkwürdig. Irgendwie
langgezogen und unproportioniert. Guten Morgen. Morgen. Verzeihung, ich möchte nicht stören, aber ist die Universitätsbibliothek um diese Zeit bereits geöffnet? Naja, Sie stehen ja drin, nicht? Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne ein Buch leihen. Sie sind kein Student, oder? Gasthörer? Nein, bedauere. Dann gelten für Sie besondere Konditionen. Aber ich komme aus der Gegend, falls das hilft. Mal schauen. Was suchen Sie denn? Etwas von Edgar Allan Poe, eine Originalausgabe von Tamerlane und andere Gedichte. Von Poe? Sicher? Eines seiner unbekannteren Werke. Als er es geschrieben hat, dürfte er in Ihrem Alter gewesen sein. Amerikanische Literatur steht dort drüben, alphabetisch sortiert. Oh, es ist eine rare Ausgabe. Davon existieren vielleicht noch ein Dutzend Exemplare. Ich glaube kaum, dass so etwas so einfach zugänglich im Regal steht. Moment, ich sehe im Katalog nach. Ich bin mir sicher, Sie werden fündig. Die Ausgabe soll der Miskatonic von Poe persönlich geschenkt worden sein. Tatsächlich? Oh, das Buch steht im Magazin. Hinter dem Gitter hinter Ihnen? Genau. Aber Sie haben doch sicherlich einen Schlüssel für die Tür. Natürlich, aber die Bücher dort sind Teil des Präsenzbestands. Sie können sie nicht leihen. Und außerdem sind sie so wertvoll, dass Sie sie nur unter Aufsicht lesen dürfen. Das ist überhaupt kein Problem. Warten Sie eine Sekunde. Verzeihung, aber dieser Bereich ist nur für Mitarbeiter. Oh, ich möchte Ihnen nur helfen. Das ist nett gemeint, aber leider gegen die Regeln der Bibliothek. Ich warte einfach hier vorne. Ja, tun Sie das. Warum schließen Sie hinter sich ab? Sie haben doch keine Sorge, dass ich zu Ihnen hineinkomme, oder? Ist alles Teil der Vorschriften. Wirklich? Ich fühle mich ehrlich gesagt ein wenig gekränkt, Francine. So, also Poe, Tamerlane und andere Gedichte. Sagen Sie, Francine. Ja, was denn? Das Regalbrett, vor dem Sie da stehen, das sind doch nicht zufällig okkulte Bücher. Kann sein, weiß ich nicht. Doch, doch, ganz sicher. Das dort ganz links neben Ihnen ist eine Ausgabe von Unaussprechlicher Kulte von Friedrich Wilhelm von Jungst. Ich erkenne den Einband. Und daneben, oh, ist das etwa ein Ludwig Prinn? Die Vermis Mysteries? Ja, Sie haben recht. So, ich habe den Band von Poe, den Sie suchen. Würden Sie mir noch einen Gefallen tun? Könnten Sie bitte von den Gittern weggehen? Sie stehen hinter der Theke, das ist mein Bereich. Aber ich richte doch keinen Schaden an. Bitte gehen Sie zurück vor die Theke. Tun Sie mir dann einen Gefallen? Was wollen Sie? Steht bei den okkulten Werken ein Buch namens Necronomicon? Moment, nein, ist nicht dabei. Sind Sie sicher? Es sind keine 20 Bücher, natürlich. Es ist ein wirklich wertvolles Buch. Könnte es nicht dahinter im Tresor sein? Sie stehen immer noch am Gitter. Und Sie sind immer noch die Bibliothekarin. Und ich habe nur nach einer Auskunft gefragt. Nichts von dem, was in diesem Tresor liegt, darf ich ohne schriftliche Empfehlung von Professor Armitage, der Bibliotheksleiterin, herausholen. Ich will nur wissen, ob es da ist. Wenn Sie mir sagen, ob das Necronomicon in diesem Tresor liegt, dann verspreche ich Ihnen, werde ich umgehend diese Bibliothek verlassen. Was ist dann mit Tamerlane und andere Gedichte? Oder sind Sie deswegen gar nicht hier? Meine Sache. Sie geben jetzt die Tür frei, sonst schreie ich. Was? Wollen Sie eine Szene machen, weil jemand Sie um einen simplen Gefallen bittet, der auch noch in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt? Jemand, der 3 Meter von Ihnen entfernt steht, hinter einem verschlossenen Gitter! Oh, sind Sie in Gefahr, ja? Oh, machen Sie sich doch nicht lächerlich! Na schön. So, hier ist kein Necro-Dings da drin. Zufrieden? So. Es muss dort sein! Nicht mein Problem. Gehen Sie jetzt! Sie lügen! Es ist da drin, ich weiß es genau! Das Necronomicon! Oh. Randolph! Ist es etwa weg? Nein. Nein, im Tresor liegt wirklich ein Buch mit diesem Titel. Ich habe es für besser gehalten, nichts davon zu sagen. Brillantes Mädchen.
Das haben Sie exzellent gemacht. Was ist dann passiert? Als er angefangen hat, herumzuschreien, haben sich immer mehr Leute nach ihm umgedreht. Der Mann hat sich zusammengerissen und ist dann wortlos gegangen. Wann war das? Ich wollte eigentlich sofort zu Ihnen, Professor, aber ich habe gewartet bis zum Ende der 8-Uhr-Vorlesung. Damit genug Menschen auf den Gängen sind. Ich hatte Angst, dass er mir auflauern würde, weil die Gitter, die Stäbe, an denen er gerüttelt hatte, waren verbogen. Verbogen? Schon gut, Miss Phillips. Sie haben genau richtig gehandelt. Sie können gehen. Und nehmen Sie sich ruhig den Rest des Tages frei, wenn Sie möchten. Danke, Professor. Professor, da ist noch etwas. Es ist vielleicht gar nichts, aber... Nur raus mit der Sprache. Mir kam das Gesicht des Mannes bekannt vor. Es war ja auch wirklich sehr auffällig. Sie kennen ihn? Nein, das nicht. Ich komme aus Aylesbury, etwa eine Stunde mit dem Auto von hier. Manchmal ist die Bergstraße wegen des Wetters gesperrt. Dann muss man durch das Tal fahren, durch Dunwich. Dunwich? Als mein Vater mich vor 3 Jahren zum ersten Mal zur Miskatonic gefahren hat, hatten wir dort eine Reifenpanne. Während wir Hilfe gesucht haben, habe ich dort auf der Straße einen Jungen gesehen. Der ist mir wegen seines eigenartigen Äußeren im Gedächtnis geblieben. Er hat mich so seltsam angestarrt, direkt unheimlich. Der Mann von vorhin war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Er war sogar ähnlich gekleidet. Vielleicht war der Junge sein kleiner Bruder oder sogar sein Sohn. Der Mann sagte ja, dass er hier aus der Umgebung sei. Vielen Dank, Phillips. Vielleicht hilft uns das weiter. Mhm. Das Buch ist hier nicht mehr sicher. Zumindest solange in der Bibliothek noch Betrieb ist, wird der Kerl es nicht wagen, irgendwas anzustellen. Und ich werde gleich mit der Polizei telefonieren und sie bitten, den Campus heute Nacht zu bewachen. Wir könnten es in einem Bankschließfach unterbringen. Wenn der Kerl mit bloßen Händen Eisengitter verbiegt, wäre das Buch nicht mal in einer Bank gut aufgehoben. Mal ganz abgesehen davon, dass wir dann noch mehr Menschen involvieren und gefährden würden. Ich denke, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast also wirklich einen geheimnisvollen Verehrer. Er muss uns gestern Nacht hierher gefolgt sein, wer immer er auch ist. Oh, ich weiß jetzt, wer es ist. Zumindest ungefähr. Dunwich. Ich habe eines meiner Ersuchen an einen gewissen Watley in Dunwich gerichtet. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er gilt als eine absolute Koryphäe. Ich habe allerdings nie eine Antwort auf meinen Brief erhalten. Wieso lebt ein solcher Experte in einem paar Dutzend Seelennest wie Dunwich? Anders als altsprachliche Philologie ist Okkultismus im akademischen Umfeld nicht gerade anerkannt. Und eigentlich auch sonst nirgends. Und du glaubst, dieser Watley ist dein Verfolger? Nein, nein. Watley soll ein alter Mann sein. Aber offenbar lebt mein Verfolger in Dunwich. Die Bibliothek ist noch bis 20 Uhr geöffnet. Bis dahin hätten wir Zeit, uns in Dunwich umzusehen. Mit dem Auto sind wir schnell da. Wir? Du würdest mitkommen? Niemand bedroht einfach so meine Studentinnen. Was für eine gottverlassene Gegend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du die eingestürzte Kirche gesehen? Wer sollte die auch wieder aufbauen? Hier ist doch niemand. Sicher, dass wir in Dunwich sind? Ich bin so gefahren, wie Phillips es mir beschrieben hat. An der Abzweigung hinter Deans Corner abbiegen und dann immer geradeaus. Da vorne! Da sind Leute! Das muss der Dorfplatz sein. Was bauen die da? Sieht wie ein riesiger Scheiterhaufen aus. Wie passend, dass ich einen waschechten Hexer vorbeibringe. Entschuldigung. Guten Tag. Tag. Wir sind nicht von hier. Sehe ich. Könnten Sie uns erklären, was Sie hier tun? Morgen ist Herbstfest. Wir bereiten das große Feuer vor. Herbst? Ah, verstehe. Das Äquinoctikum. Was? Die Tag- und Nachtgleiche. Der Tag, eigentlich wenn... suchen wir jemanden, der hier im Dorf lebt. Ein Mr. Watley. Watley, hä? Den Jungen oder den Alten? Den Alten. Tja, da kommen Sie zu spät. Den alten Watley haben wir vorletztes Jahr begraben. Tut mir leid für Sie. Das erklärt zumindest, warum ich auf meinen Brief keine Antwort bekommen habe. Sie sagten, es gäbe noch einen jungen Watley? Wilbur. Wilbur Watley, der Sohn.
Wir wussten nicht mal, dass er einen hat, bis er eines Tages im Dorf aufgetaucht ist. Kennen Sie ihn? Nein, nicht persönlich. Der alte Wortley war ein kluger Mann. Jede Menge Bücher zu Hause, aber kein Eierkopf. Ich sag Ihnen was. Wenn Sie sich ein paar gute Erinnerungen an ihn bewahren wollen, meiden Sie seinen Sohn. Ganz offen gesagt, er ist ein Dreckskerl. Ist irgendetwas vorgefallen? Die Male, die er hier war, hat er sich wie der letzte Mensch aufgeführt. Meint wohl, nur weil er Geld hat, gehört ihm das ganze Dorf. Dann wohnt er außerhalb von Dunwich? Ja, auf der Farm der Familie. Ungefähr 1,5 Meilen Richtung Süden. Danke, das finden wir. Fahren Sie ruhig hin, wenn Sie unbedingt wollen. Aber ich glaube kaum, dass er mit Ihnen redet. Falls er überhaupt zu Hause ist und sich nicht sowieso wieder im Steinkreis rumtreibt. Steinkreis? Gibt ja eine Menge Steindenkmäler auf den Hügeln. Alles noch von den Indianern. Da hinten, sehen Sie? Das ist der Sentinel Hill. Am Fuß liegt die Farm der Woodleys. Und oben gibt's einen Steinkreis. Ist die größte von diesen alten Kultstätten weit und breit. Wir haben Wilbur da öfter mal rumlungern sehen. Jedenfalls öfter, als es normal wäre. Kommt man da mit dem Wagen hoch? Sie müssten laufen. Ist zum Gipfel ein Spaziergang von 1/2 Stunde ungefähr. Wir werden erst einmal sehen, ob wir Mr. Wortley zu Hause erreichen. Wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, halten Sie die Augen offen. Unter uns, ich kann's nicht beweisen, aber ich glaube, er schließt seine Schwester zu Hause ein. Er hat eine Schwester? Ja, Lavinia. Hab sie seit Wilbur aufgetaucht ist, nicht mehr gesehen. War aber auch schon immer eine sehr schüchterne Frau. Ist kaum vor die Tür gegangen. Naja, wahrscheinlich wegen dieser Krankheit. Mit ihrer Haut ist was nicht in Ordnung. Luther, pack mal mit an. Ja, komme sofort. Sie hören's ja. Wir müssen hier weitermachen. Muss schließlich alles bis morgen Abend stehen. Natürlich. Ja. Vielen Dank jedenfalls. Ja, ja. Wieso interessierst du dich so für diesen Steinkreis? In der Gegend hier hat vieles aus alter Zeit überlebt, ohne dass es den Leuten noch klar ist. Die Einwohner feiern hier ein Herbstfest. Aber ich wette, sie haben keine Ahnung von den heidnischen Wurzeln. Das Äquinoktikum ist der kalendarische Herbstanfang, seit Jahrtausenden Brauchtum. Und deswegen interessiert mich dieser Indianerplatz, weil ich nicht glaube, dass es ein Indianerplatz ist. Sondern? Etwas viel Älteres. Das da drüben ist das Haupthaus. Boah, das Land hier ist eine einzige Schlammgrube. Eher eine Müllgrube. Sieh mal da. Wo bekommt man auf so einer Farm so viel Sperrmüll her? Sieht aus wie eine komplette Inneneinrichtung. Stühle, Schränke, Tische. Schau mal, da liegen sogar Fotos. Völlig durchweicht. Wer schmeißt denn sowas weg? Finden wir es heraus. Anscheinend niemand da. Oder man will uns nicht hören. Randolph. Was ist? Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Eine Gestalt da hinten in dem Nebenhaus am Fenster. Dann ist vielleicht doch jemand zu Hause? Wilbur Wortley kann es nicht gewesen sein. Seine Schwester? Nein, die Person war ganz weiß. Also, ich sehe nichts. Die Fenster haben nicht mal mehr Glas. Ich glaube nicht, dass da jemand lebt. Aber da oben hängen Gardinen. Vielleicht hat sich nur eine davon im Wind bewegt? Ja, vielleicht. Hier ist jedenfalls auch niemand. Ah, schau an. Die Tür ist offen. Willst du da etwa rein? Vor Türen, hinter denen man schon aus Prinzip nicht willkommen ist, gibt es Schlösser. Ich erlaube mir nur, das Fehlen eines solchen als Gastfreundlichkeit zu interpretieren. Was zum Teufel? Tja, 4 Wände und ein Dach. Und sonst nicht viel. Wenigstens wissen wir jetzt, woher das ganze Gerümpel auf dem Hof stammt. Dem Hausherr war wohl mal nach was Neuem. Wieso wirft man eine komplette Einrichtung auf den Müll und reißt Decken und Wände aus einem Haus? Ja, und vor allem, wozu braucht man so eine Halle?
Was will Wadley hier unterbringen? Zeppeline? Randolph, bleib besser hier. Es sind wirklich nur noch 4 Wände und ein Dach. Wer weiß, wie stabil das Gebäude noch ist. Tja, finden werden wir hier wohl nichts. Wollen wir warten, ob Wilbur noch auftaucht? Wirkt nicht so, als würde hier noch jemand wohnen, oder? Wir haben noch Zeit, bis wir zurück müssen. Lass uns auf den Hügel steigen. Vielleicht bringt uns dieser Steinkreis weiter. Gut, dass ich die festen Schuhe angezogen habe. Da sind die Steine. Sieht wirklich alt aus. Die könnten schon seit Jahrhunderten hier so liegen. Oder noch länger. Siehst du die Symbole, die hier eingeritzt sind? Völlig verwittert. Sicher, dass das überhaupt irgendwas Eingeritztes ist? Völlig sicher. Und hätte ich jetzt das Necronomicon hier, könnte ich dir ein deutlicheres Bild davon zeigen. Du willst mir nicht erzählen, dass du ein vermeintlich eingeritztes Symbol auf einem nordamerikanischen Findling schon einmal in einem 1200 Jahre alten arabischen Buch gesehen hast. Doch. Du siehst da irgendwelche Zeichen, aber merkst nicht, was dein Verstand gerade macht. Unsere Gehirne sind so aufgebaut, dass sie nach Mustern suchen. Und wenn keine da sind, bilden sie sie sich ein. Tu mir doch für den Moment mal den Gefallen und stell dir vor, dass ich mir nichts einbilde. Gut. Da ist ein Zeichen, das aussieht wie etwas aus dem Necronomicon. Und was beweist das jetzt? Es beweist gar nichts. Wie bei jeder anständigen Verschwörungstheorie gibt es überhaupt keine Beweise. Nur eine Reihe von auffälligen Merkwürdigkeiten. Randolph, ich sehe hier nichts Merkwürdiges. Nicht an diesem Felsen, nicht an dieser ganzen Geschichte. Du hast ein Buch in die Finger bekommen, das in der Szene, in der du dich herumtreibst, legendär ist. Es ist doch nicht weiter überraschend, dass jemand es dir abjagen will. Und dass er dazu kriminelle Methoden verwendet. Entschuldige die Offenheit, aber viele deiner Kollegen sind halbseidene Scharlatane. Findest du es nicht auffällig, dass der Kultplatz, zu dem es Wilbur Wadley zieht, anscheinend in Verbindung zum Necronomicon steht? Sein Vater war Okkultist. Vielleicht ist er es geworden, weil er sich für diesen Kreis interessiert hat. Oder er ist sogar wegen diesem Kreis hierher gezogen. Die Verbindungen, die du hier ziehst, sind so dünn wie die Linien auf diesem Stein. Die offenbar vor Jahrtausenden hier eingeritzt wurden. Vor 1200 Jahren, dann hat ein arabischer Gelehrter am anderen Ende der Welt eine Vision und schreibt exakt dieses Zeichen in ein Buch. Jahrhunderte später landet dieses Buch, einen Katzensprung von hier entfernt, in einer unterirdischen Hexenküche, wo ich es dann finde. Und die Spur zu demjenigen, der es mir abjagen will, führt wiederum zu diesem Steinkreis. Das ist kein Zeichen. Du bist mal wieder deiner blühenden Fantasie aufgesessen. Wenn sich das alles so einfach erklären lässt, warum kann Wilbur Wadley mit bloßen Händen Eisengitter verbiegen? Worauf willst du hinaus? Es mag nicht zu deinem Weltbild passen, aber Magie kann die Sinne täuschen. Genau wie es auch unsere Hirne können. Nur umgekehrt. Magie ist in den falschen Händen tückisch, weil sie dir einreden kann, dass Zusammenhänge nicht existieren. Ich habe schon einmal jemanden getroffen, der nicht war, was er zu sein schien. Solche Dinge gibt es. Und ich glaube, dass Wilbur Wadley zu diesem Steinkreis gekommen ist, um zu alten Göttern zu beten, mit denen ihn wahrscheinlich weit mehr verbindet als ein bloßes Interesse für die Arbeit seines Vaters. Henrietta. In unserer Welt sind, ohne dass wir es bemerken, dunkle Kräfte am Werk, die... Und der Dreh- und Angelpunkt ist das Necronomicon. Wir haben Gesellschaft bekommen. Guten Tag. Hallo. Sie sind Lavinia Wadley, oder? Sie ist ein Albino. Das meinte der Mann aus dem Dorf, als er von ihrer Haut gesprochen hat. Ich bin Professor Armitage von der Miskatonic University in Arkham. Und das ist mein Kollege Mr. Carter. Ich habe sie vorhin auf der Farm gesehen. Sie wollten wahrscheinlich zu meinem Vater. Wir haben im Dorf erfahren, dass er nicht mehr lebt. Unser Beileid. Kannten Sie ihn? Nicht persönlich. Wir waren Kollegen, hatten aber nur per Post Kontakt zueinander. Sie standen dort vorhin am Fenster, oder? Ja. Ich bin Ihnen nachgegangen, weil ich auf der Farm nicht frei mit Ihnen hätte sprechen können. Hat es etwas mit Ihrem Bruder zu tun? Mit meinem Bruder? Mit Wilbur. Wilbur Wadley. Nein, er ist nicht... Ich bin seine Mutter.
Mit Verlaub. Nach allem, was wir gehört haben, dürfte Wilbur Wortley älter sein als Sie. Ich habe Wilbur vor 10 Jahren zur Welt gebracht. Mit einem halben Jahr konnte er laufen. Mit einem Jahr hat er gesprochen wie ein kleiner Junge und... Was? Er ist immer schneller gewachsen. Wie ist das möglich? Ist er mal ärztlich untersucht worden? Nein, ich habe ihn sein ganzes Leben lang versteckt. Ich wollte ihn immer nur beschützen. Sehen Sie mich an. Ich weiß, wie es ist, anders zu sein. Aber jetzt muss ich Sie warnen. Seit mein Vater tot ist, plant Wilbur irgendetwas. Etwas Schreckliches. Was wissen Sie? Nichts Genaues. Aber es hat mit einem Buch zu tun. Das Necronomicon. Den Titel des Buchs kenne ich leider nicht. Bitte helfen Sie mir. Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden kann. Mrs. Wortley, bitte entschuldigen Sie meine Direktheit, aber wer ist Wilbers Vater? Ich weiß es nicht. Ich habe doch nie mit einem Mann... Ist Wilbur ein Mensch? Das war denkbar unsensibel. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie so reagiert. Du treibst sie mit deinen Fragen in die Enge und konfrontierst sie dann mit deinen verqueren Theorien? Was dachtest du denn, wie sie es aufnehmen würde? Naja, ich dachte, sie würde auf meine Frage antworten, nicht wegrennen. Los, hinterher! Ja. Wo ist sie? Wir müssten sie doch längst eingeholt haben. Vielleicht hat sie eine der Abzweigungen genommen. Warum hätte sie das tun sollen, wenn sie zum Hof zurück wollte? Entschuldigung, ich habe sie hinter der Kurve nicht gesehen. Ah! Wilbur! Wilbur Wortley, in der Tat. Und mit wem habe ich die Ehre? Professor Armitage von der Miskatonic University. Freut mich, Sie nun auch persönlich kennenzulernen. Wissen Sie, ich verwalte seltene Bücher und Sie interessieren sich für seltene Bücher. Nach allem, was ich von meiner Mitarbeiterin gehört habe. Ich bin mir sicher, wir beide haben uns viel zu sagen. Vielleicht ist das hier weder der richtige Ort noch die richtige Zeit dafür. Ich sehe, Sie und Ihr Begleiter sind in Eile. Allerdings. Wir suchen... Ein wenig Entspannung in der grünen Natur. Komm, wir müssen weiter. Warum unterbrechen Sie Ihre Kollegin Mr. Carter? Geh weiter. Dreh dich nicht um. Wenn Sie beide einen Rat wollen, lassen Sie sich in Dunwich nicht mehr blicken. Nie wieder! Warum wolltest du nicht, dass ich Lavinia erwähne? Weil ich glaube, dass er nur ihretwegen auf diesem Hügel unterwegs ist. Man kann den Pfad vom Tal aus gut überblicken. Wahrscheinlich hat er gesehen, wie sie uns gefolgt ist und ist dann seinerseits ihr hinterhergelaufen. Aber dass sie mit uns gesprochen hat, wird er sich dann doch sowieso denken können. Ja, aber er weiß nicht, was sie uns gesagt hat. Er weiß, wer wir sind. Besser, wir lassen ihn in dem Glauben, dass wir nicht wissen, wer er ist. Wer er wirklich ist. Gut. Ich glaube, wir sind weit genug von ihm weg. Er hätte uns wohl kaum etwas angetan. Er ist doch nicht blöde. Er muss annehmen, dass man in Arkham weiß, wohin wir weswegen gefahren sind. Man würde nach uns suchen und man würde schnell auf ihn stoßen. Lavinia hingegen ist nicht in dieser glücklichen Position. Ja, oder sie war es nicht. Randolph, wenn du dir sicher bist, dass hier ein Verbrechen geschehen ist, fahr ins Dorf und ruf die Polizei. Hältst du es nicht für möglich? Wir haben sie nur für Sekunden aus den Augen verloren. Er hätte überhaupt keine Zeit gehabt, ihr irgendwas anzutun. Und doch haben wir sie auf dem ganzen Weg nach unten nicht mehr gesehen. Da vorne ist schon unser Auto. Sie wird nicht den direkten Weg genommen haben. Vielleicht wollte sie ihrem Bruder oder Sohn nicht in die Arme laufen. Ja, vielleicht. Korrigiere mich ruhig. Aber er wird sie ja kaum weggezaubert haben. Nein, das wohl nicht. Was hast du gemeint, als du sagtest, wir würden wissen, wer Wilbur wirklich ist? Du hast nicht auf den Boden geachtet, oder? An der Stelle, an der Wilbur gestanden hat, war alles voll mit einer dünnen Schleimschicht. Und hervorgeflossen ist das Zeug unter seinem langen schwarzen Gehrock. Kannst du den Safe nochmal aufmachen? Randolph, nein.
Die Bücherei ist von Polizisten umstellt. Der Safe hat 3 Zoll dicke Wände. Und du hast vor einer Viertelstunde noch nachgesehen. Das Necronomicon ist immer noch da, wo es sein soll. Oh, guck mich nicht so an. Hier, nimm den Schlüssel. Danke. Da ist es. Natürlich ist es da. Ja. Professor Armitage? Captain Barker, gibt es Neuigkeiten? Die Männer sind aus Dunwich zurück. Und? Nichts. Sie haben weder Wilbur noch Lavinia Whatley gefunden. Es sieht aus, als hätte auf dem Hof schon eine ganze Weile niemand mehr gelebt. Ich hab sowas geahnt. Können Sie die Bewachung der Bücherei noch verstärken? Halten Sie das wirklich für nötig? 4 bewaffnete Polizisten und ein Hund sollten doch wohl reichen, einen einzelnen Mann abzuwehren. Wahrscheinlich hat er inzwischen kalte Füße bekommen. Mm-mm. Wilbur muss klar sein, dass wir das Necronomicon nicht hier behalten werden. Heute Nacht ist seine wahrscheinlich einzige Chance, es zu bekommen. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ja? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht viel von Büchern. Können Sie mir erklären, was an dem hier so kostbar ist, dass jemand deswegen einen Überfall plant? Das muss ja ein Vermögen wert sein. Nun ja, Sie kennen die Redensart, etwas koste nicht die Welt? Ja, und? Dieses Buch kostet uns in der Tat die Welt, wenn wir Pech haben. Mr. Carter wird immer ein wenig emotional, wenn es um Bücher geht. So ist das mit uns Wissenschaftlern, gerade bei sehr seltenen Stücken. Und den schwarzen Schafen ist dann jedes Mittel recht. Das macht Wilbur Whatley so gefährlich. Bitte warnen Sie Ihre Männer noch mal vor. Keine Sorge, Professor Armitage. Wir schnappen den Kerl, falls er auftaucht. Wenn er auftaucht. Du hast mich Wissenschaftler genannt. Wenn das einzige Unglaubliche ist, was heute Nacht passiert, bin ich zufrieden. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, es auf eine Konfrontation ankommen zu lassen? Ich hätte mir nach unserer Rückkehr auch das Necronomicon unter den Arm klemmen und verschwinden können. Er würde dich jagen und vielleicht würde er dich finden. Und selbst wenn nicht, dann läuft da draußen immer noch ein möglicherweise sehr gefährlicher Mensch rum. Falls Wilbur überhaupt ein Mensch ist. So oder so, besser es endet heute Nacht. Glaubst du wirklich daran? Dass Wilbur kein Mensch ist? Nicht nur an alles. An all das, was du mir erzählt hast. Die Sache mit Charles Ward und den lebenden Toten. Diese großen Alten. Ich habe zumindest Anlass zu glauben, dass es neben der unseren noch andere Welten gibt. Und dass es Orte und Zeiten gibt, zu denen die Grenzen zwischen diesen Welten so dünn sind, dass etwas von der anderen Seite zu uns hinübergelangen kann. Eine fremde Zivilisation aus einer anderen Galaxis oder Dimension, die dann vor Millionen von Jahren die Erde kolonisiert hat? Es klingt ziemlich unglaublich, oder? Jeden anderen, der mir sowas erzählt hätte, würde ich 8-kantig vom Campus werfen. Ich forsche seit Jahren daran und habe nur weniges verifizieren können. Aber eben auch kaum etwas falsifizieren. Ich habe immer gehofft, dass es sich als Hirngespinst herausstellt, aber dieser Albtraum, den du gestern Abend hattest, als ich vor deiner Tür stand, wovon hat der gehandelt? Es war eine Stadt, oder? Und Wasser, viel Wasser. Ja. Wie kannst du das wissen? Was hast du noch gesehen? Die Häuser waren riesig und dunkel und sie hatten eine merkwürdige Architektur, die überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Und da war eine Stimme. Nein, viele Stimmen. Aber sie haben im Chor gesprochen. Ja. Und sie haben immer wieder das Gleiche gesagt. In einer Sprache, wie ich sie noch nie gehört habe. Cthulhu. Randolph, was geht hier vor? Ich kenne den Traum. Ich habe ihn auch schon geträumt. Und nicht nur ich. Dutzende, hunderte Menschen. Erst hier an der Ostküste und dann auf der ganzen Welt. Seit mindestens 2 Jahren. Ich habe alles dokumentiert. Berge von Protokollen. Und ich bin nicht der Erste, der es aufgeschrieben hat. Es ist alles hier im Necronomicon beschrieben. Die Träume. Die Stadt, die du gesehen hast. Es kann einfach kein Zufall sein, dass das losgegangen ist, gerade als dieses verfluchte Buch aufgetaucht ist. Du willst mir sagen, mein Albtraum ist Teil einer Art Massenhysterie, die vor 1200 Jahren vorhergesagt worden ist? Es ist noch viel bedenklicher.
Ich glaube wirklich, dass Al-Hazred damals etwas vorhergesagt hat, aber keine Träume. Dieses Buch ist voller düsterer Prophezeiungen. Und die Träume werte ich als ein Zeichen dafür, dass sie dabei sind, sich zu erfüllen. Mein Gott. Nein, nein, das ist das Schreckliche daran. Es gibt keinen Gott. Oder doch, es gibt einen. Aber es ist nicht deiner. Dieser Gott liegt begraben auf dem Meeresgrund. Und wenn wir beten wollen, dann nur, dass er nie wieder erwacht. Professor Armitage? Ja. Ja, Officer? Es gibt nur 5 Zugänge in die Bibliothek, ist das richtig? Ja, die hohen Flügeltüren und die beiden Nebeneingänge. Die haben wir blockiert. Wenn er hier rein will, muss er an uns vorbei. Danke, Officer. Wenn das alles ursächlich mit dem Necronomicon in Verbindung steht, warum zerstören wir es nicht einfach? Weil es von einem Menschen geschrieben wurde. Das ist unsere große Chance. Es ist ein Regelwerk, das auch für die großen Alten gilt und von dem sie nie gewollt haben können, dass es in die Hände ihrer Gegner gerät. Mit diesem Buch lässt sich immenser Schaden anrichten. Aber ich habe die Hoffnung, dass es uns auch alle retten kann. Wegen dieser seltsamen Zaubersprüche? Es fällt mir trotz allem schwer, gleich an Magie zu glauben. Wäre das nicht die Widerlegung aller naturwissenschaftlichen Prinzipien? Oh, aber ganz und gar nicht. Auch Zaubersprüche sind letztlich Sprache. Und die ist doch seit jeher mächtig. Ja, wenn ich eine Vorlesung halte oder ein Richter ein Urteil über jemanden fällt, ist die Sprache zweifellos mächtig. Aber nur, weil sie menschliche Empfänger hat, die auf sie reagieren. Na gut, dann ebenso. Zaubersprüche sind nicht nur Worte, sondern eben auch Klänge, Töne. Und die können ohne Zweifel Dinge beeinflussen. Denk nur etwa an eine Sopranistin, die so hoch singt, dass sie Glas zerspringen lässt. Glas zerspringen lassen ist eine Sache. Aber Menschen verwandeln oder Tote erwecken, wie du es mir von Charles Ward erzählt hast? Letztlich auch nicht mehr als Zustandsveränderung. Wer weiß, wenn man nur den richtigen Ton findet, kann man vielleicht alles erreichen, was man will. Was war das? Wo wir schon von Geräuschen reden. Klingt so, als bekämen wir Besuch. Schnell, schließ das Necronomicon wieder ein. Bin schon dabei. Keine Sorge, Professor Armitage. Wir haben die Tür im Blick. Da, die Klinke bewegt sich. Captain Barker. Er ist verletzt. Schnell, hilf mir, ihn zu stützen. Sein Gesicht. Was sind das für Kreise? Es sieht aus wie Spuren von einem Kraken, wie die Abdrücke von Saugnäpfen. Was zum Teufel geht hier vor? Ist er hier? Wilbur? Nein. Er hat uns schon vor ein paar Minuten angefallen. Er hätte doch längst hier sein müssen. Da oben an der Decke. Er kann an der Decke laufen. Wie ist das möglich? Schieß! Schieß! Er weicht uns einfach aus! Er lässt sich fallen! Jim! Ich glaube nicht, dass er dich noch hören kann! Erbärmliche, lächerliche Menschlein! Verlasst euch immer auf eure primitive Technik. Oh, keine Munition mehr? Oh, ist doch kein Grund, in Panik zu geraten. Ich werde euch zeigen, dass man auch mit bloßen Händen leisten kann. Professor Armitage, kommen Sie aus Ihrem Versteck. Wollen Sie Mr. Carter nicht beistehen? Schauen Sie doch, wie tapfer er ist. Er hat sich im Magazin eingeschlossen und steht wie ein kleiner Zinnsoldat vor dem Tresor. Verschwinde, Henrietta! Dabei sollte er doch ahnen können, wer in der Lage ist, einfach so einen Menschen in der Mitte zu zerreißen, wird sich kaum durch ein simples Eisengitter aufhalten lassen. Keinen Schritt weiter! Oder was? Oder es wird Ihr letzter. Darauf lasse ich es ankommen. Sie haben es so gewollt. Oktrott,
Alf Gebel. Ejok Sotov. Jok Sotov Nang Eisro. Es ist gar nichts passiert. Habe ich die Formel falsch gesagt? Oh, die Intonation war gut, sehr gut. Wenn es hier lebende Tote gäbe, hättest du sie damit zurück unter die Erde geschickt. Nur bin ich nun einmal überaus lebendig. Ich... Geh mir aus dem Weg. Oh, du hättest den Tresor ruhig offen lassen können. Das hätte mir diese kleine Kraftanstrengung erspart. Das Necronomicon. Nein! Endlich! Nein! Seite 751. Da steht es wirklich. Inas Desmes Yoxototh. Helgepfi Throdak. Ngangai. Yoxototh Neblot Sin. Nichts ist passiert. Sieht so aus, als wären wir beide noch nicht ganz textsicher. Was, Wilbur? Ich persönlich hatte ja mindestens mit dem Erscheinen Asatovs gerechnet. Woher willst du wissen, was mein Plan war, Menschlein? Und ob er sich nicht vielleicht in dieser Sekunde erfüllt? Wir kommen jetzt übrigens zu der anderen Sache, auf die ich mich schon den ganzen Abend freue. Mr. Carter, Sie waren so freundlich, meinen Großvater darüber zu informieren, dass Sie in den Besitz des Necronomicons gekommen sind. Und dennoch hatten Sie die Impertinenz, mir Wochen um Wochen um Wochen davonzulaufen und mir das zu verweigern, was mir zusteht. Ihnen zusteht? Weil Sie zu dem gehören, was in dem Buch beschrieben wird? Randolph! Henrietta! Kümmere dich nicht um mich! Lauf so schnell du kannst! Oh, es ist rührend zu sehen, wie ihr Menschen euch umeinander kümmert. Dabei weißt du ganz genau, dass es keinen Ort mehr gibt, an den sie rennen kann, wenn ich die Macht des Necronomicons erst einmal entfesselt habe. Warte nur einen Moment, bis ich den Mantel aufgeknöpft habe. Du sollst die Ehre haben, durch mein wahres Ich zu sterben. Nein! Nein! Mr. Randolph Carter, nehme ich an? Ja? Wer sind Sie? Detective John LeGrasse vom New Orleans Police Department. Ich glaube, Mr. Carter, wir hatten mal einen gemeinsamen Freund. Mr. Carter? Hallo? Hören Sie mich? Er hat das Bewusstsein verloren. Randolph, ich bin so froh, dass du noch lebst. Das Necronomicon. Ich wusste, dass das Erste sein würde, was du fragst. Ich hab's dir unter die Decke gelegt. Es ist in Sicherheit? Falls du es nicht im Schlaf zerknittert hast, ja. Wo bin ich? In meinem Büro. Was ist überhaupt passiert? Die zweite Frage ist weniger einfach zu beantworten. Detective LeGrasse? Zumindest bis dahin erinnern Sie sich offensichtlich noch. Wie lange war ich weggetreten? Die Sonne geht gerade auf. Sei froh, dass du ein paar Stunden Schlaf hattest. Wir waren noch die ganze Nacht wach. Wilbur? Ist tot. Genau wie Captain Barker und seine Leute. Oh nein. Ich frage mich immer noch, ob wir die Männer hätten warnen sollen. Wir haben sie gewarnt. Nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben ihnen gesagt, dass er außergewöhnlich stark ist und zu allem entschlossen. Was hätten wir ihnen denn auch sonst erzählen sollen? Dass wir vermuten, dass Wilbur ein Wesen aus einer anderen Dimension ist? Was war Wilbur denn nun? Ein Mensch jedenfalls nicht. Unter seinem Mantel, Ich erinnere mich an Tentakel. Unendlich viele Tentakel. Unter dem Mantel war sein eigentliches Gesicht.
wenn man es denn so nennen will. Riesige Augen da, wo bei Menschen die Hüften sitzen. Und ansonsten ein Meer aus Fangarmen. Der menschliche Oberkörper scheint eher so etwas gewesen zu sein wie eine organische Handpuppe. Wie bei den Sirenen der griechischen Mythologie. Ein scheinbar menschlicher Körper, unter dem sich ein Monster verbirgt. Ich will seine Leiche sehen. Das geht nicht mehr. Direkt nach seinem Tod hat ein Zersetzungsprozess eingesetzt. Wilbur hat sich nach und nach in den Schleim verwandelt, den er beim Gehen abgesondert hat. Es ist nichts von ihm übrig geblieben? Ja und nein. Es ist etwas übrig geblieben. Eine Leiche. Was? Lavinia. Ein furchtbarer Anblick. Sie war schon halb verdaut. Dann hat er sie umgebracht. Nachdem er sie mit uns gesehen hat, war ihm klar, dass er sich nicht mehr auf ihr Schweigen verlassen konnte. Professor Armitage hat mir den Vorfall geschildert. Wilbur muss seine Mutter in einem Stück verschlungen haben, als sie ihm auf dem Pfad im Wald entgegengekommen ist. Mit seinem eigentlichen Mund. Sie nehmen das alles überraschend gelassen hin. Oh, glauben Sie mir, ich habe Mieseres gesehen. Wissen Sie, was ein Schogotte ist? Sie sind einem begegnet? Doch nicht hier in den Vereinigten Staaten. In den Sümpfen von Louisiana. Hat mich fast gefressen. Louisiana? Ha, verdammt! Ich bin ehrlich gesagt erleichtert, mal mit jemandem darüber sprechen zu können, ohne befürchten zu müssen, dass man mich ins Irrenhaus wirft. In den letzten 2 Jahren habe ich jedes Mal eine ganze Flasche Fusel gebraucht, wenn ich nur an dieses Ding gedacht habe. Ein Detective aus Louisiana, der schon Erfahrung mit einem dieser seltsamen Wesen gemacht hat, taucht gerade in dem Moment an der Ostküste auf, als ein anderes Wesen auf den Plan tritt. Ein merkwürdiger Zufall. Ich war gerade in Washington, sonst wäre ich niemals rechtzeitig hier gewesen. Das beantwortet meine Frage nicht. Sie sagten noch, wir beide hätten einen gemeinsamen Freund? Professor Webb, für den Fall, dass Sie es nicht wissen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass er verstorben ist. Ja, ich hatte die Traueranzeige seinerzeit in der Zeitung gesehen. Er war ja durchaus eine Persönlichkeit. Und ein intimer Kenner der großen Alten. Das ist ihm zum Verhängnis geworden. Das überrascht mich nicht. Sein letzter Wille war es, dass ich Sie aufsuche. Und wie es aussieht, bin ich genau im richtigen Moment gekommen. Wieso sollten Sie Carter kontaktieren? Ich denke, es war ihm wichtig, Menschen zusammenzubringen, die den Mythos der großen Alten kennen und ihm Glauben schenken. Als eine Art Selbsthilfegruppe für Monstergeschädigte? Nein, als eine Eingreiftruppe zur Gegenwehr. Ich habe die Zeit, in der ich sie nicht finden konnte, genutzt, Carter. Ich habe Menschen in der Regierung überzeugen können, ein Team zu finanzieren, das sich mit Ereignissen befasst, die ansonsten als merkwürdige Einzelfälle abgeheftet würden. Die Regierung glaubt Ihnen? Das war eine meiner ersten Lektionen, als ich in Washington Klinken putzen gegangen bin. Die Regierung gibt es nicht. Es gibt nur hunderte Menschen, alle mit ihrer eigenen Agenda. Und bei manchen rennen sie offene Türen ein und bei den meisten halt nicht. Aber unterm Strich werden sie vom Staat bezahlt, dafür, dass sie Tentakelmonster aufspüren. Ich war gerade wieder dort, um Lobbyarbeit zu leisten, bei einem Stammgast spiritistischer Sitzungen. Es gibt auch unter den Leuten in wichtigen Positionen ausreichend viele, die große Augen bekommen, wenn sie ihnen Geschichten von Poltergeistern und Ektoplasma erzählen. Worum es hier wirklich geht, weiß in Washington aber kein Mensch. Und das ist wahrscheinlich auch besser so. Richtig. Wir wissen nicht, wie weit die Verschwörung derjenigen, die Cthulhu wiedererwecken wollen, schon um sich gegriffen hat. Bislang habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, dass niemand eins und eins zusammengezählt hat. Seit einem halben Jahr liegt in jeder Polizeidienststelle im Land eine Liste mit entsprechenden Stichwörtern. Wenn eins davon in irgendeiner Meldung auftaucht, wird sofort mein Büro informiert. Als ich heute Vormittag gelesen habe, dass es in diesem Fall um das Necronomicon geht und ich auch noch Ihren Namen im Bericht gefunden habe, bin ich sofort hierher gefahren. Gerade noch rechtzeitig. Danke dafür. Schon gut. Meine Frage wäre aber, sind Sie dabei? Bei Ihrer Eingreiftruppe? Sie beide. Ein Okkultist und eine Altphilologin wären eine willkommene Ergänzung. Ja, einverstanden. Gehen wir Monster jagen. Apropos Monster. Es bleibt die Frage, wer Wilbers Vater war. Läuft da draußen vielleicht noch so ein Ding herum? Ich glaube nicht, dass es einen Vater gibt.
Lavinia selbst sagte, sie war nie mit einem Mann zusammen. Wissen Sie, so oft, wie ich die Geschichte im Dienst höre, müssten in New Orleans die Wiedergeburten von Jesus im Dutzend herumlaufen. Natürlich gibt es einen Vater, aber ehrlich gesagt will ich ihm nicht unbedingt begegnen. Wer sagt denn, dass es eine Schwangerschaft nach unserem Verständnis war? Vielleicht waren es Sporen oder ein Virus, ein Parasit. Wenn wir gegen die großen Alten bestehen wollen, müssen wir unsere eingeschränkte Sicht darauf ablegen, was und wie Leben sein kann. Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der um ein Vielfaches mächtiger ist als wir. Wir sollten ihn nicht auch noch mit unserer Ignoranz bewaffnen. Aber wie sollten derartige Sporen nach Dunwich gelangt sein? Das ist es, was mir Sorgen bereitet. In dieser Gegend ist das Alte und sogar das Uralte noch überaus präsent. Der Vorhang zwischen den Welten scheint in Massachusetts hauchzart zu sein. Warum auch immer. Die Hexenprozesse von Salem, die Sache mit Charles Ward, all die gleichgeschalteten Träume. Das Necronomicon lag über 200 Jahre lang hier versteckt. Vielleicht hängt es damit zusammen. Das Necronomicon? Was hat es mit der Formel auf sich, die Wilbur ausgesprochen hat? Ich habe offen gestanden keine Ahnung. Sie hat keine Wirkung gehabt. Jedenfalls keine, die ich bemerkt hätte. Aber er schien zufrieden zu sein. Die größten, mächtigsten Sprüche im Necronomicon handeln davon, sich zu entgrenzen. Die Grenzen von Zeit und Raum zu überwinden. Es ist leider denkbar, dass der Spruch gewirkt hat. Nur nicht im Hier und Jetzt. Womit müssen wir dann rechnen? Mit allem.